Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oblitz und ich begrüße dich hier zu meiner allgemeinen Einführung in das Programmieren. Wir sind hier bei der fünften Lektion angelangt und wollen dann klären, was man unter einem Prozess versteht, einem Algorithmus, das hast du schon in den vorgehenden Lektionen mit kennengelernt, und was so typische Anweisungen sind. Ich habe hier ein Beispiel aus Wikipedia mir hereingeholt, um das Ganze hier besser darstellen zu können. Bei einem Algorithmus wollen wir Aufgaben lösen, Aufgaben bewältigen. Und um diese Aufgaben bewältigen zu können, müssen wir einen Algorithmus entwickeln. Also wir müssen ganz genau festgeben und vorgeben, wie man das Problem lösen kann. Wenn man sich das Beispiel anschaut, gibt es hier zum Beispiel einen Prozess des Kuchenbackens. Also ein Prozess bezeichnet eben die Summe jener Arbeitsschritte, die notwendig sind, um die Aufgabe zu lösen. Es gibt auch das Spiel einer Melodie zum Beispiel. Eines Klavierspielers möchte eine Melodie spielen. Der Ausführende wäre dann der Klavierspieler. Und der Algorithmus wäre dann genau in der Art und Weise, wie man eben dann auf diese Tasten dann eben drücken muss beim Klavier. Und eine typische Anweisungsform wäre dann zum Beispiel hier in Form der Notenschrift. Es gibt ja viele andere Möglichkeiten noch. Kuchen backen, der Ausführende ist hier der Bäcker. Der Algorithmus wäre dann das Rezept, also die genaue Reihenfolge, in denen dann bestimmte Zutaten hinzugefügt werden müssen, der Ofen eingeschaltet wird und so weiter. Die hast du typische Anweisungen. Bis hin zum Kassieren im Supermarkt, wo dann der Ausführende die Kassiererin der Kassierer ist, die an der Registrierkasse sitzen. Und der Algorithmus wäre dann die genaue Reihenfolge, in dem man dann eben dann den Preis dann eintippen muss, bestimmte Preise bestätigen muss. Oder eben in einer Scannerkasse eben dann entsprechend dann den Barcode dann des Artikels einscannen muss. Das heißt, beim Prozess geht es darum, zu bezeichnen, was eigentlich gemacht werden soll. Bei den Ausführern ist derjenige, der es macht, dann. Bei uns beim Programmieren wäre das dann der Ausführende der Computer. Und du programmierst dann die Aufgabe, einen Algorithmus zu entwickeln, auf dem der Computer dann, das wäre der Ausführende dann, eben das Problem lösen kann. Und typische Anweisungen erfolgen dann eben in Form einer Programmiersprache.